Also ich hätte mir die Vergangenheitsaufarbeitung von der CDU ein bisschen konkreter gewünscht. Ich erinnere Sie daran, dass wir die Griechenland-Krise hatten, die begann 2008. Und es wurde eine Troika gebildet. Ihr Finanzminister Wolfgang Schäuble hatte einen enormen Einfluss auf diese Troika. Und Griechenland wurde gezwungen, viel zu privatisieren, zum Beispiel auch den Hafen von Piräus. Den haben jetzt die Chinesen. Und ich glaube, so konkret hätten Sie über Ihre Verantwortung sprechen sollen, Herr Kuban. Die Bundesregierung hat nun vor einigen Monaten eine China-Strategie vorgelegt. Diese Strategie setzt vor allem auf Konfrontation mit China. Ich finde, das ist ein brandgefährlicher Weg. Und mehr Sicherheit gibt es nur, wenn die Bundesregierung endlich wieder den Weg der friedlichen Koexistenz aufnimmt. Wer Risiken reduzieren will, muss Vertrauen schaffen. Das ist doch eine ganz einfache Wahrheit, meine Damen und Herren. Und es ist doch ganz einfach. Kooperation auf Augenhöhe schafft Sicherheit, Konfrontation schafft Unsicherheit. Und um das festzustellen, brauche ich keine weitere Kommission, wie sie hier von der Union vorgeschlagen wird, meine Damen und Herren. Ihr verengter ideologischer Ansatz schadet unserem Land. Und die Wahrheit ist doch, China ist eine Weltmacht, Deutschland ist keine. Und ich finde, wir müssen diese Tatsache anerkennen und versuchen, auf einem möglichst guten Weg mit China zusammenarbeiten. Und Ihr Vorschlag, eine Kommission zu bilden, verstärkt das Misstrauen zwischen China und unserem Land. Aber vielleicht, Herr Spahn, Sie haben ja so heftig schon dazwischen gerufen, wollen Sie sich schon einem zukünftigen US-Präsidenten Trump andienen? Ich sage Ihnen, das ist peinlich. Und ich sage auch, Deutschland und Europa brauchen eine eigene China-Strategie, die sich eben nicht von den USA abhängig macht, meine Damen und Herren. Ja, Sie haben recht, wir müssen unsere kritische Infrastruktur gut schützen. Und diese Infrastruktur wird von vielen Seiten bedroht. Der Terroranschlag auf Nord Stream 2 zum Beispiel zeigt das dramatisch. Er ist über ein Jahr her, und wir wissen von der Bundesregierung immer noch nicht, was da geschehen ist. Das ist ein Versagen, meine Damen und Herren. Und ich erinnere Sie auch daran, Kollege Spahn und alle anderen von der Union, dass das Telefon von Angela Merkel von US-Geheimdienst NSE abgehört wurde. Auch das ist ein sicherheitspolitisches Leck gewesen. Ich fasse zusammen, die großen US-Medienkonzerne und die chinesischen Konzerne, aber auch andere, haben mehr Daten über uns, als uns lieb sein kann. Und das ist ein erhebliches sicherheitspolitisches Risiko. Diese Datenkraken müssen endlich in die Schranken gewiesen sein. Vielen Dank.